Namaste, ich bin Cordula, ich bin Yogalehrerin und ich möchte dich heute ganz herzlich einladen, dich einmal mit deinem Muladhara-Chakra zu beschäftigen. Das Muladhara-Chakra wird auch Wurzelchakra genannt. Im Yoga beschäftigen wir uns ganz intensiv mit den Chakren. Es gibt 7 Hauptchakren in unserem Körper. Und nach der hinduistischen Tantrismuslehre sind diese Chakren besonders wichtig, damit wir uns gesund und wohlfühlen. Das Muladhara-Chakra ist eines von 7 Hauptenergiezentren. Und das Muladhara-Chakra hat seinen Sitz im Beckenbodenbereich Steißbeingegend. Es wird dargestellt durch einen 4-blättrigen Lotus in der Farbe Orange-Rot. Wenn du dich zum Beispiel sehr fahrig fühlst, wenn du viele Aufgaben zu erledigen hast, du nicht mehr weißt, was du zuerst machen sollst, ist es eine gute Möglichkeit, das Wurzelchakra zu stärken, damit du dich wieder verbundener, erdverbundener fühlst. Du kannst dein Chakra auch stärken, wenn du zu Ängsten neigst. Gerade in Corona-Zeiten ist es ganz wichtig, dass wir uns hier verwurzeln und zentrieren und dass wir keine Angst vor dem Leben entwickeln. Es gibt verschiedene Übungen, um das Wurzelchakra zu stärken. Eine der Hauptübungen ist eine Meditationsübung. Die möchte ich gleich gerne mit euch einmal machen und in Verbindung mit einer Asana. Eine weitere Möglichkeit, das Wurzelchakra zu stärken, ist zum Beispiel, indem du in deinem Alltag dann auch orange-rote Kleidung trägst oder auch deine Ernährung darauf umstellst, dass du viel Gemüse isst, viel Wurzelgemüse, Samen, Körner und Nüsse. Ich stelle mich einmal hin und wir machen mal die Übung zusammen. Stell dich breitbeinig hin. Du kannst dich auch gerne setzen. Wenn du sitzt, setz dich aufrecht und gerade und stabil hin. Wenn du dich hinstellen möchtest, nimm deine Füße hüftbreit auseinander. Schließe deine Augen. Atme durch die Nase tief und fest ein. Mit der Einatmung wirbt sich der Bauch nach außen und mit der Ausatmung geht der Bauch wieder nach innen. Also durch die Nase tief ein und durch die Nase tief und vollständig wieder ausatmen. Stelle dir nun mit der Einatmung vor, dass du Energie einatmest. Und mit der Ausatmung stellst du dir vor, wie du durch dein Energiezentrum im Beckenbodenbereich Energie durch das Becken, durch die Beine in den Boden abgibst. Du kannst dir da zusätzlich vorstellen, wie du Wurzeln schlägst in den Boden, wie ein Baum. Feste und tiefe Wurzeln. Mache dies ungefähr 10 Atemzüge, wenn du möchtest auch länger, vielleicht auch 5 bis 10 Minuten. Du kannst es mit einer Asana verbinden, indem du dein Körpergewicht auf deinen linken Fuß legst und stellst den rechten Fuß auf, hebst deine Arme an und kommst in den Yoga-Baum. Wenn du dich mehr fordern möchtest, nimmst du den Fuß an dein Knie oder an dein Oberschenkel. Auch hier atmest du die ganze Zeit bewusst durch deine Nase tief ein und aus. Und mit der Ausatmung verwurzelst du dich immer mehr in den Boden. Stell dir vor, wie du feste, stabile, dicke Wurzeln in den Boden hineingräbst. Das kannst du mit einer positiven Affirmation verbinden, indem du dir sagst mit der Einatmung, ich bin, und mit der Ausatmung fest verwurzelt. Ich bin fest verwurzelt. Nach einer Weile löst du die Haltung auf und baust sie auf der anderen Seite auf. Ich danke dir und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Üben. Namaste.